Hey Leute, hier ist Altmar mit Dune Spice Wars. Es geht los, wir dürfen schon mal ein bisschen vorab spielen. Das Spiel wird bald released, also während ich es aufnehme, sind es noch ein paar Tage. Wir haben den 21.04.2022 und auf ins Abenteuer. Ich bin gespannt, wie es ist. Dune ist ein sehr cooles Setting. Ein sehr tolles Universum und ich bin froh, dass wir jetzt nochmal ein Spiel haben dazu. Ich habe die alten Dune-Spiele, es gab ja glaube ich mindestens eins oder zwei, die habe ich gar nicht gespielt, ne? Ich sage, die sind toll oder habe ich sie gar nicht gespielt? Los geht's! Wir haben Haus Atreides, bekannte Namen, wer Dune kennt. Haus Harkonnen, die Schmuggler, gut, die kenne ich jetzt nicht. Und die Fremen. Ich glaube aber, wir sind eher so Haus Harkonnen. Wir haben hier Haus Atreides, die haben irgendwie friedvolle Annektierung. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Peaceful Annexation, ja. Aber Haus Harkonnen hat Unterdrückung, ja. Das klingt sehr toll. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen. 5% Village Resource Production per Active Militia. Also desto mehr Milizen in dem Ort sind, desto mehr Ressourcen werden produziert. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, weil ich habe noch gar nicht gespielt. Always knows the influence flows of the other faction. Das ist bestimmt auch ganz gut. Und minus 10% Village Resource Production. Aber gut, wir machen einfach ganz viele Milizen rein und alles ist gut. Dann haben wir halt noch die Schmuggler und so, aber Bounty und die Fremen. Aber Haus Harkonnen hat schon sehr ehrliche Absichten und ich meine, der Anführer ist auch sehr sympathisch. Sieht ein bisschen aus wie ich. Gut, vielleicht ein bisschen stämmiger, aber ich fand Haus Harkonnen schon immer so abstoßend interessant. Ist das ein guter... Ist gut, ne? Gut beschrieben. Abstoßend interessant. So wie ich. At 5000 Hegemony, while at least one ally village is under oppression, 10% Unit Power. 100% Agent Recruitment Speed. Okay, wir dürfen jetzt hier noch Kanzler auswählen. Pick two Chancellors. Counselors, nee, ich glaube, das ist ein Berater. Can use corruption on Landrat. Resolution causing a loss of Landrat standing for election faction, keine Ahnung. Unlocks the stealth probe. 1 plus Miliz-Slot, da will ich gar nicht lange überlegen. Und 50% of all your military costs is refunded upon their death. Also ich krieg Geld zurück, wenn sie sterben. Das ist schon mal auch sehr gut. Was ist das hier? Medium Neem, Tutorial lassen wir mal an. AI-Players, wir lassen mal alle an, ne? Start Game. Die sind ausgewählt, los geht's. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, Leute. Oder wie lang das Let's Play geht. Ne? Es kann ein paar Folgen sein, es können viele Folgen sein. Wir gucken mal, wie es mir gefällt. Oh, mal aussehen tut schon mal cool. Guck mal hier. Wie cool das aussieht mit dem Schnee, wollte ich sagen. Oh mein Gott, ich bin zu früh aufgestanden. Mit dem Sand. Also, was sollen wir machen hier? Search for Spice. We'll set up the Spice Harvesting Operations. We must find a village in region with a Spice Field. Okay. Awaiting order. Kann ich ihn ranzoomen? Kann ich irgendwie drehen? Geil, guck mal, wie das aussieht. Wow, aussehen tut schon mal cool. Was ist hier? Kann ich auch umbenennen? Lapus Maximus oder so? Ah, Ottwal. Village are defended by militias. If you defeat them, your unit will occupy the village, unlocking the possibility of taking control using authority or pillaging for resources. Close tutorial. Yes. Das ist aber jetzt kein Spice-Ding. Gehen wir mal dahin. Ottwal. Ich weiß, sie wollen erobert werden. Wir befreien sie von der Tyrannei der, Wir machen erst mal das Tutorial, ne? Wir halten uns mal dran an den Plan. Der Sound ist schon mal sehr gut. Das Spice. Nee. Irgendwas. Wo fliegt denn der jetzt hin? Ach, der geht automatisch erkunden? Nee. Ich habe ihn da auf jeden Fall nicht hingeschickt. Hört ihr das? Hallo? Esma Tuek. Let's get to business. Ah, ich kann mit denen reden. Liet Kines. How is Arrakis treating you?
Greetings. Leto Astriides. Leto. Ruins. On watch. Let's go. Reckon one village region with spice. Okay. Da brauchen wir diese riesen Farmroboter, yes. Oder? Agreed. Wie heißt die nochmal? Die Sammler. Also die Soundatmosphäre ist schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr einfühlend, sag ich mal. Sehr bombastisch. Ich trinke erstmal eine kalte Cola. Denn es ist wahrscheinlich ziemlich warm hier. Schon wieder eine Ruine. Aber ich war das nicht. Ah, da ist Spice. Ach, vielleicht hätte ich da direkt mal hinfliegen sollen. Aha. To produce spice, you must capture a village in a region with spice fields. Then you need to build a refinery and deploy its harvester to start harvesting. Okay, erstmal müssen wir es jetzt erobern hier oder scannen. Aber hier ist doch gar kein Village. Ah doch, jetzt gefunden, da ist es. Guck mal, wir sind auf einer schönen Anhöhe hier. Guck mal. Da ist ein Aufgang wahrscheinlich und hier. Ne, und hier? Ne, da geht's noch weiter. Ich würde gerne wissen, wie groß die Karte ist. Ist das denn jetzt hier Sandbox? Ich meine, es hat keine Kampagne oder so. Es geht einfach los. Wir wissen, ob dann... Okay. Search for Spice. Confirm. Dann gehen wir mal weiter erkunden, solange. So, you have two militia units, you control, okay, militia. Soll ich die, Gunner Trooper. Each military unit has training and upkeep cost. Wir bauen mal einen Gunner und einen Trooper. Das Ding ist bei, die haben ja, viele haben so Körperschilde. Da kannst du mit Fernkampfwaffen gar nicht durch. Deswegen ist bei Dune immer noch viel auf Nahkampf. Ich fand die Idee super cool. Warum überhaupt noch Nahkampfwaffen besitzen in einem Zukunftssetting? Aber die Leute haben halt so Körperschilde, wodurch schnelle Projektile nicht durchdringen können. Ne, so war das doch. Wenn ich falsch liege, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, es korrigieren. Da werden sich jetzt bestimmt einige austoben. Rare Elements. Okay, rare Elemente. Und das hier oben ist Mineralien. Plaskrete Factory Source Production, okay. Plaskrete? So, wir befreien die Siedlung. Das sind Gunner? Das sind Artilleristen. Ah ne, die Stadt schießt. Bam. Sehr schön. Ready for destruction. So, wie kann ich jetzt da rein? Yes. Oh, was haben wir denn da gefunden? Abandoned Freeman Camp. Okay, müssen wir mal weiter erkunden. Es wird aber dunkel hier. Choose. You need to assign agents. Okay, ich habe noch keine. Tawas gehört uns. So, jetzt müssen wir mal gucken. Building. Refinery. Sollen wir die irgendwo hinsetzen? Nee, soll der in die Nähe. Okay, das ist cool. Military units have several statistics. Power, health, armor. Ja, ja. Unit lose supply. If they're outside of your territory. A unit with no supply will die from exposure. Supply is refilled while staying close to a controlled... Okay, das ist gut. We'll run there. Militia. Ach, guck mal hier. Range Militia. Wir machen jetzt erstmal Milizen rein.
Weil wir haben ja sowieso immer minus 10%. Wie viel haben wir denn? Wie viel kostet das? 50 von dem Zeug. Komm, machen wir das mal schön hoch. Ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen einen Agenten, aber das kommt wahrscheinlich noch, das Tutorial. Confirm. Intelligence Network. Oh ja, das machen wir mal. Agents assigned. Com Infiltration. Agents assigned. Lensrad. Lensrad. Hier kann ich gar nichts machen. Ah, Start Spice Harvesting. Construct a refinery in a village located near the Spice Field. Ja, das ist dabei. Refinery near the Spice Field, aber das geht ja nicht. Ging ja nicht. Ja, ich konnte es ja nur da oben hinsetzen. Oder ich hab's verkackt. Sollen wir mal die Stadt einnehmen? Hier sind auch nur zwei. Los, Angriff! Ich würde gerne näher ranzoomen tatsächlich. Ich finde es immer schade, dass sie das im Spiel nicht zulassen. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass die Modelle zu hässlich aussehen. Die sind auch nicht sehr schön. Jetzt schießt die Stadt leider nicht mehr mit. Das sollte gut laufen hier. Sandworm detected? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Harvest Factory. Harvesters will attract Sandworms. At the first warm sign, you will have to recall your harvester. If you don't want to be destroyed along with the crew, increase the spice production by adding more crew to your harvesters. What's our next step? Aber der Sandwurm war ja da oben. Deploy. Enable auto recall. Ja, Gott sei Dank. What's our next step? Ich glaube, der Sandwurm verfolgt uns, oder? Kann das sein? Lieber Sandwurm, bitte geh weg. Da, wo die Erde wackelt oder was, ne? Ist das geil. Guck mal, der wird jetzt sogar hingeflogen. Voll das Command & Conquer-Feeling jetzt gerade irgendwie. Das ist so cool, ne? Ach, das geht auch. Okay. Gut zu wissen. Wir haben so einen minimalen Motion Blur an. Ich guck mal, ob wir den ausmachen können. Blumen. Motion Blue ist aber nicht an. UI Scale, alles okay. Adressing Blumen kann anbleiben. Ich guck mal gerade, wo Kamera drehen ist. Sekunde. Mittel-Maus-Button, Drag-Camera. Aber das ist nicht drehen. Tactical View, M. Nee, das ist Drag-Kamera. Pan, Right, WASD, Switch, Tactical View. Increase Speed, Numpad. Gibt's hier nicht, keine Ahnung. Nö. Werden's irgendwann rausfinden. Oh, ich glaube, der Wurm. Der will's wissen. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück. Ach, es hat aufgehört. Ah, hier heilen die sich auch wieder. Achso, ich soll... Nee, warte, ist fertig. Spine Logistics, die Local Dialect Studies. Machen wir erstmal das. So, jetzt haben wir Spice. Was ist das? Das ist ein Handelsding, ne? Jetzt gehen wir aber nochmal da hoch. Oder wollen wir das jetzt weitermachen hier? Was ist unser Tutorial? Start Spice haben wir. Haben wir es. Okay, Spice Harvesting ist durch. Haben wir noch so einen. Und nochmal einen Trooper. Alles teuer, aber ist egal. Ist mir egal. Spice and the Imperial Tax. Every 25 days you will have to pay the Imperial Tax. Achso, die Steuern bezahlen. Failing to do will cause vicious penalties. Collect spice can be stockpiled to pay taxes or sold to be
to the Chome for Solary. You can change the amount of spice you sell in favor of stocks. Change rate frequently. Okay, die X. Okay. Wir können mehr oder weniger dafür bekommen. Ready. En route. Kann er das selbst irgendwie? Das geht auch? Ah, gut zu wissen. Also müssen wir das ja gar nicht machen. Wir machen jetzt erstmal die eine Siedlung mit denen. Spying enemies. Tourists posting different houses. Was ist das? Smuggler? Atreides sind doch. Arrakis. Spacing Guild. Chome und Landrat. Influence Production. Authority Production. Okay. Machen wir Counterintelligence erst. Obwohl, machen wir mal hier Arrakis. Ne, warte mal, was wollte ich denn? Autorität, ja. Machen wir erstmal Arrakis. Aha. Point of interest investigated. Click to resolve. Resolve. Oh, das ist ja sehr gut. Mit dem können wir nichts machen. Okay, das können wir noch machen. Und das ist für einen Agenten. Und das hier macht Kohle. Angriff! Können wir noch ein Building bauen, aber... Plaskret Factory? Maintenance Center? Water each level. Die gehen irgendwie wie die Necrons, kennt ihr die? Kommt schon. Sehr schön. Take control. Ja, wir bleiben jetzt mal stehen. Water Collector. Military Units need so und so viel Water. Local Hubs. Knowledge of your Control Village. Machen wir das mal. Was auch immer es macht. So, dann machen wir jetzt mal hier gleich so ein Mineralien-Ding. Das Ding ist, ich sehe nicht, was bringt es mit dem Wasser. Wir haben ja... Okay. Dann bauen wir jetzt mal hier einen Wasser Collector hin oder so. The more village and military units control, the more water you need. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Wind traps gather water in region. Depends on its wind strategy. Aha. Wind trap, ja, ja. Aber haben wir ja jetzt gebaut. What do you need? Dann gehen wir jetzt mal dahin. Was wir jetzt hier brauchen, ist die Plaskret, ne? Plaskret. On watch. On it. Gibt's hier auch sowas wie... Ah, Auto-Reckon. Ah! Geht doch! Sehr schön. Ist das irgendwie Wasser oder so? Panic under 500. Okay. Machen wir einfach, ist mir egal. Auf jeden Fall da, wo es gute Ressourcen gibt. Add Building Slot.
140. Spice attacks do imperilous condition. Present Arctis remaining 220 days. 22 days. Kann ich das jetzt irgendwie denn... Imperial Propaganda. Authority Production. Plus 5% Troop Inventories. Okay. Und was tun wir hier? Resolution will be submitted for voting in 3 days. Okay. Stockpile. Aber wie gebe ich das ab? 140 müssen wir abgeben. Eben war da minus 80. Jetzt ist minus 140. Construction complete. Okay, jetzt haben wir wieder mehr Wasser. 14. Also man sieht immer, wie viel man generell übrig hat. Okay. So, das ist fertig. Machen können wir da nichts. Plaskrete wird gemacht. Haben wir noch mal irgendwo Spice gefunden? Nee, ne? Kann ich noch ein Spice-Ding bauen? Das können wir jetzt mal erobern. Noch ein Agenten. Combat ongoing. Ah ja. Angriff! Oh, die haben Fernkämpfer diesmal. Ach du Scheiße, nein! Alter! Ja, okay, ich meine, die Feinde sind auch weg, oder? Na, jetzt haben wir 50% wiederbekommen. Gott sei Dank. Dann heben wir nochmal ein paar Leute aus. Wenigstens ein Trupp, das müsste reichen. Scheiße. Oh Mann, ey. Das sah episch aus, oder? So viel dazu. So, Sandworm detected. Gut, dann müssen wir, dass wir da ein bisschen mehr aufpassen. Was heißt das hier überhaupt? Was kann ich hier machen? Was ist das hier? Das Influence, ne? Land Stranding. Support. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal hier weiter. Our lives belong to you. Ach, Scheiße, wir werden angegriffen. Das gewinnen wir aber locker. Ah, das gewinnen wir wahrscheinlich nicht locker. Müssen wir uns nochmal zurückziehen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was, Yes. Agreed. Awaiting order. Oh, er wird abgeholt wegen dem Sandwurm. Guck mal. What do you need? Nice. Angriff. Nochmal. Habe ich eigentlich noch mehr als außer das? Ich kann ja auch nicht scrollen irgendwie. Das scheint verbuggt zu sein. Ich kann nicht weiter nach rechts gehen. Survival Training. Okay, machen wir mal Militärbasis. Ich glaube, das UI ist zu... Irgendwas auf jeden Fall... Oh, oh! One
Guck mal, das ist harter Boden. Da können die Würmer nicht hin. Jetzt haben wir irgendwas anderes bekommen. Hätte ich mal direkt hier hingesollt, ne? Ich hätte wahrscheinlich die Dinger reinballern müssen. Geht ja auch wieder zurück. Ich muss ihn wahrscheinlich selber deployen. Okay. I have verstanden. Vielleicht. Yes. Yes. Okay. Dafür gibt's. Nee, wir machen mal hier. Ah, na gut, was soll's. Jetzt machen wir das schon. So, also wir haben hier einen Hoch- und Runtergang. So, und hier brauchen wir jetzt, das ist Rare Elements. Processing Plant. Jetzt brauchen wir einen Fuel Cell Factory Wind Trap. Plus Grete Production. Da. Require structured warehouses. Okay, müssen wir forschen. How can I help? In commerce territory crucial. I'm eager to trade with you more. But how could your bla bla bla? Egal. How could your bla bla bla? Oh oh. Oh oh. Industrial Regulations, 30% plus Gritte Upkeep, okay. Our lives belong to you. Gut, da müssen wir forschen. Ah ja, der Spice. Sandstorms. May destroy military units and harvesters. Controlled villages can shelter military units. Das weiß Sensor. Okay. Okay, wir haben ein Problem. Recall. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Schade, ich würde das gerne umdrehen, wie wir da an dem Sandsturm vorbeifliegen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Kamera drehe. Nächste Folge müssen wir das mal rausfinden. Okay, so, jetzt müssen wir. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Ort hier ein, wegen dem Spice. Wir können auch da hingehen. Wie kann ich denn garinosieren? Ach, egal. So, ah, das geht genau über das Harvesterfeld da drüber. Ja, uns fehlt Monetus. Was sagt die Forschung? Sehr gut. Structured Warehouses ist. Structured Warehouse. Okay. Spice Field Detected. Inactive Spy Harvester, Sandstorm Tank, okay, never mind. Ah, set up a merchant in a village, find valuables to sell. Set up a merchant in a village. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir einen Händler. Oh, Oppression. Kostet 20 was? Leute in dieser Siedlung? Können wir wahrscheinlich die Produktion erhöhen. Jetzt brauchen wir erstmal nochmal irgendwie. Aha, okay. Landrat Council. Oh, Landrat Guards. Das wäre gut. Da müssen wir uns einsetzen. Warum sollte ich denn das machen? Das würde ja mir schaden. Wir gucken gleich mal. Wir
Geh mal auf Solary Production. Solary. Okay. Two Economy Buildings. Ah, okay. Welche sind denn Economy Buildings? Die hier. Okay, können wir noch einen machen? Fuel Cell Factory. Water oder Maintenance Center. Oh, machen wir das hier. Ist gut für Plaskete. Ah ja. Der Sturm ist ja weg. Entschuldigung, das ist ein bisschen nervig. Trade Request. Subach Unkuha. Sollen wir einfach mal annehmen? Ich weiß ja nicht. Was ist das hier? Was ist das? Hier steht nichts. Was ist das hier? Und was ist das? Ich mach einfach mal Accept. Ich habe keine Ahnung. Also hier fehlt auf jeden Fall Info. Yes. So, Gunner. Und Vanguard, was machen die? Burst and Blade Combat Assassination. Wann ist man nochmal ein Gunner? Wir haben genug Spice. Imperial Tax Paid. Sehr schön. Es wird aber immer mehr. Das ist heftig. Jetzt brauchen wir erstmal die neuen Truppen. Ist eine andere Drohne. Wo sind denn unsere Drohnen? Sind die schon alle tot? On watch. Let's go. Kunde das mal. Wo sind denn? Yes. Da unten. Wir müssen diese Dinger einsammeln. Copy that. Geht das? Nee. Das da geht. Ja, nicht, dass die anderen das auch machen schon. Ach, guck mal, die produzieren gleichzeitig. Das ist gut. Construction complete. So, jetzt haben wir auch die Quest complete. All pre-quests must be completed. Build. Set up a merchant in a village. Build. A new. Okay, da müssen wir noch einen bauen. Aber mehr Platz haben wir nicht. Wir haben nur da. Machen wir hier eine Windtrap rein. Da müssen wir nachher nochmal ein Gebäude bauen. 190, nee, 100. Hier, so. Ich hatte das jetzt gereicht. Unassigned Agent. So, jetzt Structured Houses. Warehouses. Warenhäuser. Da. Resolve. Ich weiß nicht, was ich hier sonst noch drücken soll. Wir lassen es einfach mal. Na gut, liebe Leute, das war's für die erste Folge. Ich muss jetzt hier Schluss machen. Und in der nächsten Folge gehen wir weiter befreien. Den armen, unterdrückten Sandbürgern von Dune. Also bis dahin, wie immer. Haut rein, Leute.